Tja, keine Sorge, liebe Zuschauer, ich war nicht beim Friseur. Ich bereite mich seelisch und moralisch auf die WM vor, die ja in wenigen Tagen ist. Und ja, das muss natürlich ordentlich zelebriert werden. Und das machen wir jetzt mit besonderem Schmuck, mit besonderen Fanartikeln. Und da haben wir wirklich Knaller vorbereitet, oder? Ja, wenn die Freunde kommen, wie bei uns jetzt gerade, dann sollte man sich auch vorbereiten und auch ein bisschen die deutsche Mannschaft unterstützen. Natürlich mit den Farben Schwarz, Rot, Gold. Und man darf ja wieder Fahne zeigen. Unsere Generation darf das ohne Probleme wieder tun. Und wie Sie hier sehen, Kathi und Vivian auch schon hervorragend ausgestattet. Aber was man auch machen darf, ist Fahne zeigen. Ja. Und wir haben als erstes Produkt haben wir für Sie natürlich eine riesengroße Deutschlandfahne. Die ist reißfest, 1,50 Meter mal 90 Zentimeter groß. Und damit darf ich jetzt ruhig mal auch den Balkon dekorieren. Oder ich glaube, Ihnen fällt der richtige Platz ein. Vielleicht auch eine kleine Fahnenstange montieren. Und dann zeigen, dass wir Deutschland unterstützen. Und eigentlich, wenn das ganz Deutschland macht, alle Fußballfans, dann merken das die Jungs in Russland auch, dass ihnen wieder so eine Welle hinterher schwebt praktisch und sie damit unterstützt werden. Und ich glaube, das sollten wir auch tun. Und das ist eben für kleines Geld möglich. Übrigens auch diese Frisur, zu der kommen wir gleich. Ja, also, boah, besser geht's ja gar nicht. Also kommen wir erstmal zu unserer Deutschlandfahne. 3,71 €, das ist ja wirklich ein knaller Preis. Wir haben die als Tischdecke benutzt oder du hast gesagt, ein Fahnenmast oder Frauen können sich das auch umhängen als Kleidchen. Ja, auch möglich. Bei dem Preis kannst du da gleich mehrere kaufen. Oh, nochmal 3,71 €. Autokorso oben zum Dach raus und dann hältst du die Fahne ja, mit den Hupen, wenn die ersten, Siege eingefahren wurden. Ich hoffe mal. Also da hat ja jeder so seinen eigenen Tipp. Ich denke mal, mindestens Halbfinale werden sie dieses Mal wieder packen. Der Yogi macht das schon. Und das ist schön. Und mit einer Fahne, die dürfen wir heutzutage als Deutsche auch wieder zeigen, weil es einzig und allein die Unterstützung unserer deutschen Nationalmannschaft zeigt. Und ich glaube, da dürfen wir stolz sein auf die Jungs. Die werden ihr Bestes geben. Dessen bin ich mir sicher. Und wenn man so die letzten Turniere anschaut, die waren ja immer hervorragend. 2006, das Sommermärchen in Deutschland. 2010, Südafrika. Was haben sie da für tolle Spiele geliefert? Und dann natürlich bei der letzten WM Brasilien weggefegt. Ja? Wahnsinn, und oder? Da ist man stolz, wenn man dann diese Fahne draußen am Balkon hängen hat. Und sie bekommen die eben für kleines Geld. Ja, 3,71 €. Da jetzt ganz schnell ran in die Leitung. NC5050 und die 569. Na, wir müssen ja unsere Mannschaft wenigstens ein bisschen unterstützen. Vielleicht gehen sie dieses Jahr auch wieder zum Public Viewing oder machen das zu Hause. Das ist ja auch cool, wenn man das mal zu Hause macht, ne? Da muss natürlich auch ordentlich geschmückt werden. Ja, natürlich, wenn Freunde kommen noch und dann alle unterstützen, nicht nur anfeuern vor dem Fernseher. Das hören die natürlich in Russland nicht und die sehen nicht, was man hat. Aber der Spirit, um den geht's, um das WM-Gefühl. Yay. Und das wird mit Sicherheit auch zu unseren Jungs transportiert. Und jetzt, wisst ihr was, für 3,71 €, da überlege ich gar nicht. Dann hole ich die und hänge sie dann ab nächste Woche an meinen Balkon, ja, und zeige damit, dass ich die deutsche Nationalmannschaft bei der WM unterstütze. Ja, unbedingt. Also die ist ja richtig groß und auch richtig reißfest. Also die wird ihn dann auch keiner vom Auto reißen, hoffentlich. Ja, aber ist das nicht cool? Ist das nicht ein Hammer für 3,71 €? Ich habe die schon für 10 € gesehen, so riesen Flacken. Ja, die kosten normalerweise richtig viel Geld. Ja, da oben gar keine Grenzen. Da kannst du also wirklich viel, viel Geld vergraben für so eine Flagge. Und wenn du dann Pech hast, dann klaut sie einer oder sie ist kaputt. Eben. Apropos klauen. Also kaputt geht die nicht. Die ist reißfest, aber wenn sie jemand klaut, vielleicht bestellen sie gleich noch eine Sicherheitsvariante, eine zweite mit dazu, dass man dann Reserve hat, dass man nicht so ab dem Halbfinale ohne Fahne dasteht. Ja? Wäre ärgerlich. Aber die kann man hier richtig schön festmachen. Ne? Hier sind zwei dieser Ösen. Damit macht man die dann wirklich fest. Da kann auch nichts mehr passieren, selbst wenn es jetzt zur WM richtig windig werden sollte. Aber soll ja schönes Wetter werden. Gott sei Dank, ja, da fehlt dann noch das kühle Bierchen. Und hier unsere Fahne, die darf auf gar keinen Fall fehlen. Und wenn Sie das auch so sehen, dann bestellen Sie die NC5050 und die 569. Vielleicht sind Sie auch schon so im Fieber, oder? Ja, aber es gibt ja wirklich einige, die decken sich ein und laden und schreiben Einladungen und jetzt schon die WhatsApp-Gruppe, ja, kommt vorbei. Das muss man sich natürlich vormerken. Und was Sie sich vormerken sollten, ist die Bestellnummer NC5050 und die 569. Ja. Ich sage ja, gute Freunde sind eigentlich durch nichts zu ersetzen. Aber jetzt haben wir oftmals so kleine Utensilien, die man sich gerne anzieht, wo man dann sagt, jawohl, ich unterstütze noch ein bisschen.
bisschen, ob das Armreifen sind. Oder Stirnbänder, das habe ich jetzt gerade um den Hals, so ein Stirnband, weil auf dem Kopf sehen Sie, habe ich noch was anderes. Aber so ein Komplettset mit allem drum und dran, das haben wir jetzt für Sie. Und ich sage Ihnen kurz, was das beinhaltet. Wir haben hier 4 dieser Armreifen. Sie sehen, Anne-Kathrin und ich, wir haben uns eingedeckt. Yay. Wir haben diese Halsketten. Wir haben die Stirnbänder, also das ist ein Stirnband. Und wir haben 2 Perücken mit in diesem 12-teiligen Set. Einmal den Irokesen, also ich finde den super cool. Ja, vor allen Dingen, der sitzt perfekt. Du musst nicht großartig irgendwas machen. Ne? Richtig. Und dann natürlich auch noch diese Rasterlocken, würde ich jetzt sagen. Oder wie heißen die? Afro-Locken. Afro-Look, aber eben in Schwarz-Rot-Gold. Und so, glaube ich, ist gar kein Zweifel, für welche Mannschaft wir sein werden. Ja. Ist es? Das wäre jetzt wieder so, weißt du, es gibt doch im Fernsehen als diese Fragen, die wirklich jeder beantworten kann. Wen unterstützen die beiden? Ist es Mexiko oder Deutschland? Rufen Sie jetzt an. Übrigens, hier so ein Schlapphut ist auch noch mit dabei. Und so ein Schlapphut hat ja richtig Fußballtradition, spätestens seit Klaus Schlappner damals Waldhof Mannheim trainiert hat, in der damals noch ersten Bundesliga. Der hat ja auch immer Schlapphüte auf. Allerdings in Seidenfarben. Wir haben das Ganze jetzt in Schwarz-Rot-Gold. Und steht dir auch ausgezeichnet, Vivian? Sieht Vivian, Kathi hat ja auch. Vivian hat ein Stirnband, so gehört es richtig. Sie sehen es nicht um den Hals, das ist ein Stirnband, aber Vivian hat das perfekt gemacht. Und so zeigt man eben auch die Unterstützung. Nochmal, 12-teilig für knapp über 13 Euro. Das ist wirklich Wahnsinn. Also sowas, so ein Komplettset findet man nicht auf dem 1-Euro-Shop. Haben Sie schon mal, nur jetzt als Beispiel, wegen den 1 Euro so eine Perücke für 1 Euro gesehen? Und ich glaube, das ist ein Riesengag. Beim Public Viewing, glaube ich, fallen sie auf. Ja, auch beim Jubeln dann. Ich glaube, wenn du irgendwo unterwegs bist, wo eine Fernsehkamera bist, mit diesen Perücken, das wirst du auf jeden Fall gefilmt. Dann kannst du dich noch mal kurz zur Seite, bleib mal so? Guck mich mal an. Gucken Sie mal, wie cool das ist. Das ist wirklich ein perfekt geschorener Irokesenschnitt, perfekt frisiert, perfekt nach oben gegelt. So gut würde man ihn gar nicht mit richtigen Haaren kriegen. Also perfekt. Und innerhalb von Sekunden gemacht. So laufe ich jetzt bis zum Endspiel, 15. Juli. Ich bitte darum. Oh, ich weiß nicht, ob unser Chef damit einverstanden wäre. Ich mach auch mit. Aber zum Spiel am Sonntag, zum ersten Spiel der deutschen Mannschaft gegen Mexiko, da werde ich diesen Irokesen tragen. Und zwar mit ganz, ganz viel Stolz. Und ich werde die Daumen drücken und natürlich, wir werden richtig lautstark unsere Mannschaft anfordern. Und das finde ich ja schön. Viele Frauen sagen ja auch, mit Fußball habe ich nichts am Hut. Aber bei der WM mittlerweile, das ist ein Event, was, ich glaube, 98% aller Frauen genauso mitmachen. Und so kann man auch gemeinsam mit der Partnerin dann eben mal so einen schönen Grilltag organisieren. Dann vielleicht noch mit einem Beamer das schöne Ding auf einer Leinwand anschauen oder den großen Fernseher aufstellen. Das ist ja egal. Hauptsache, man ist mit Freunden, weil, und das zeigt mir die Erfahrung, ich habe jetzt schon einige WM mitgemacht. Also die erste, die ich wissentlich gesehen habe, war 1974. Ja. Da war ich alt genug, um das zu verstehen. Und einige WM. Und was ich gelernt habe, ist, es macht in der Gruppe viel, viel mehr Spaß als allein. Du, das habe ich auch gemerkt. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fußballgucker, aber WM und EM muss natürlich sein. Und man lässt sich da richtig anstecken. Also da habe ich dann immer das Gefühl, zur WM und EM, ich bin auch ein Fan. Ja, und du gehörst einfach dazu. Und wenn man dann natürlich das passende Equipment hat, das ist einfach cool. Das Feeling gehört dazu. Ein 12-teiliges Set für 13,21 Euro. Da ist man fertig, da ist man geschmückt wie so ein Weihnachtsbaum. Da kann ja Deutschland eigentlich nur noch gewinnen. Die Bestellnummer hier für die NC8. 4816 und die 569. Hier sehen Sie es nochmal, die Afro-Perücke, dann natürlich den Irokesenschnitt, die Kette, dann natürlich 4 dieser kleinen Armbänder, das Stirnband, die Fahne und natürlich der Hut. Da sieht man übrigens auch ganz viele damit, auch außerhalb von Fußball, ne, im Urlaub oder so, ist das ein schöner Sonnenhut. Ja, das ist auf jeden Fall. Also diese Schlapphüte, die haben immer noch absolute Beliebtheit. Jetzt kommt irgendwann der Punkt, und das gehört dazu, dass wir was Kaltes trinken. Man beim hat Fußball Durst. Gehört Bier dazu. Und jetzt erschrecke ich Sie gleich mal ein bisschen. Schauen Sie mal, ich nehme mal mein Bierglas und Anne-Kathrin hat vorhin gesagt, ihr ist zu warm. Und jetzt, Achtung, schauen Sie mal, was ich mit meinem Bier mache. Achtung, Achtung, Anne-Kathrin! Ey, das gute Bier! Oh, da ist ja gar nichts drin. Jetzt schauen Sie mal, wir haben hier ein
wir haben hier ein Dreier-Set, das phänomenal ist. Das ist nämlich ein doppelwandiges Bier- oder Getränkeglas mit 0,3 Litern Füllvolumen. Und diese Flüssigkeit außen, jetzt sehen Sie es, ja, von außen sieht es aus, als wäre hier Bier drin. Aber diese Flüssigkeit ist nicht nur ein Gag, sondern die hat auch einen tieferen Sinn. Weil diese Gläser, die stelle ich vorher in den Kühlschrank oder lege sie sogar ins Gefrierfach. Und durch diese Doppelwandigkeit und diese Flüssigkeit bleibt jede Flüssigkeit, die ich reinmache, viel länger kalt. Und so kann ich eben kaltes Bier oder auch kalte Limonade genießen. Und ich würde sagen, wir kommen. Prost! Habt ihr Durst da hinten? Auch? Okay, gut. Dann bekommt ihr mal was von mir zu trinken. Luft bekommt ihr zu trinken. Ich bin heute Gentleman. Übrigens ein Dreier-Set. Und das ist genial. Und jetzt machen wir auch mal ein bisschen Bier rein. Jetzt darf ich das nicht mehr machen, was ich vorhin gemacht habe. Weil jetzt ist echtes Bier drin. Magst du auch ein Bier? Na, aber sicher doch. Also, ich habe noch mehr. Kein Problem, oder? Oi, oi, oi. Das gute Bier verschüttet. So, du kriegst auch noch. Aber ich habe ja noch ein paar Flaschen. Also, Achtung. Ich hätte es ein bisschen schräger halten sollen. Naja. Aber kriegen wir hin. Moment, deins wird auch noch voller. Und bringst du die zwei beiden Gläser gerade mal nach hinten? Oder Kathi, holst du? Das ist hervorragend. Ja, jetzt haben wir ein Dreier-Set. Ein Vierer-Set wäre jetzt toll gewesen. Bestellen Sie zwei dieser Dreier-Sets. Dankeschön. Das bekommst du. Ich bin ausnahmsweise mal Gentleman. Ich könnte jetzt auch aus der Flasche trinken, aber ich glaube, das macht mein Fernsehen. Die Flasche ist nicht so schön wie das Stimmt. Glas. Ja? Also Stimmt. Das ist vor allen Dingen auch ein Glas, was runterfallen kann. Und da kann nichts passieren, Ralf, was hast du gemacht? Wenn ich heute Abend nach Bier nach Hause komme, glaubt mir doch keiner, dass ich arbeiten muss. Aber liebe Zuschauer, drei Stück, doppelwandig, ja, die bleiben lange kühl. Und es ist ja auch wichtig, dass, also warmes Bier schmeckt ja nicht, deswegen es muss kalt sein. Deswegen hier zugreifen, NC9130 und die 569, das ist ein absoluter Kracher. Der muss sein, aber auch außerhalb der WM geht so ein Glas immer, oder? Ja, das geht immer als Gag und vor allem, ich muss kein Bier trinken. Also ich trinke ganz, ganz wenig Alkohol und in der Hitze tut es mir das auch nicht so gut. Also kann ruhig auch mal was anderes rein, da kann eine Limonade rein. Der Look ist der gleiche. Es wird immer nach Bier aussehen, ja? Also machen Sie ruhig auch mal ein Mineralwasser rein, wenn Sie sagen, bei der Hitze tut mir das gut, dann ist das ein absoluter Gag. Und dann sehen wir das außenrum. Das ist also wirklich Kühlflüssigkeit. Ja? Und dieser Party-Gag, der funktioniert. Das Bier oder das Getränk, das drin ist, bleibt zu 100% kalt. Jetzt nochmal. Das ist ein Dreier-Set. Jetzt erwarten Sie 6, 9, 12 Freunde. Dementsprechend so viel Gläser brauche ich auch. Also hochrechnen, wie viel dieser Sets ich bestellen werde. Die Bestellnummer, die gebe ich Ihnen. Das ist die NX9130 und die 569. Das ist das Dreier-Set für 11,31 Euro. Das ist natürlich ein Knaller. Ja, also gerade so Fanartikel oder so Spaßartikel sind immer häufig sehr, sehr teuer. Und es ist ja nicht nur ein Spaßartikel, es erfüllt auch noch seinen Zweck. Ja, absolut. Kühle Getränke und heiße Spiele. Das verspricht uns hoffentlich diese WM. Ich freue mich riesig drauf, eigentlich schon seit über einem Jahr freue ich mich drauf, dass endlich die WM mal wieder losgeht, weil das ist ein unvergleichliches Fußballfieber. Und ich finde das so schön, dass sich diese Fankultur seit 2006 eigentlich dementsprechend entwickelt hat. Dass man eben mit den Freunden zusammen jubelt, dass man Schwarz-Rot-Gold zeigen darf und das mit Stolz zeigt. Man zeigt, dass man die Mannschaft unterstützt und dass das mittlerweile auch alle Frauen mitmachen. Ja, also ich in meinem Bekanntenkreis kenne genug, die sagen, Bundesliga, Champions League interessiert mich überhaupt nicht, aber bei der Weltmeisterschaft, da weiß ich. Und dann kommt immer noch, und der Yogi ist so süß, der hat so eine schöne Frisur. Haben Sie das auch schon mal gehört von Ihrer Frau? Ich find's süß, ich find's toll, dass man das gemeinsam macht. Und jetzt zeigen wir das auch noch. Wir zeigen Farbe. Ja, und jetzt zeigen wir erstmal hier nochmal unsere Biergläser. Wir erheben die Gläser. 11,31 Euro für drei Stück. Ja, also wir haben zwei noch weiter hinten verteilt. Das ist natürlich richtig genial. Das ist ein absolutes Muss, was Sie hier nach Hause bekommen. Ist auch ein richtig cooles Geschenk zum Selbstverschenken oder selbstbehalten, wollte ich sagen. Und zum Verschenken. Wenn du irgendwie zum Public Viewing eingeladen bist, dann bringst du die Gläser mit. Das ist ein tolles Geschenk, wie ich finde. Und wie gesagt, selbst wenn die leer sind, sehen die ja immer voll aus. 11,31 Euro mit der NX9130 und der 569 für unser dreiteiliges Set dieser doppelwandigen Getränkekühler. Ja, es ist cool. Es ist einfach, und die können nicht kaputt gehen. Ne? Das ist jetzt nicht aus Glas. Die können einfach nicht kaputt gehen. Ja, und was darf natürlich noch nicht fehlen, außer Fußball, Spiel und Bier?
Ja, die Füßchen. Vorbereitung. Und das Füßchen. Ist Grillen in dem Fall. Vorbereitung aufs Fußballspiel. Man trifft sich einfach zwei Stunden vor Spielbeginn, ja. So wie wir das hier jetzt machen. Und dann fängt man an zu grillen. Und also ich liebe ja Grillen, weil man sich da näher kommt. Und mittlerweile kommt auch jeder auf seine Kosten. Hier haben wir einen ganz außergewöhnlichen Grill, nämlich einen sehr, sehr komfortablen Elektrogrill. Hier sehen Sie den. Wird eingesteckt, ganz einfach, mit 1500 Watt. Sehr leistungsstark. Stufenloser Temperaturregler. Und jetzt kann ich hier meine Würste, mein Steak, meine veganen, vegetarischen Sachen oder veganen Sachen, die kann man ja auch grillen. Mittlerweile sind also Vegetarier gar nicht mehr ausgeschlossen beim Grillen. Es gibt ja da genügend Speisen. Aber das ist noch nicht alles bei unserem Grill. Wir sehen hier eine großzügige Ablage für Getränk des Grillmeisters, für das Grillgut, das ich nachlege oder für andere Sachen. Und wir sehen hier noch diesen Deckel. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Weil das ist hier ein Kugelgrill, den ich jetzt jederzeit auch als Kugelgrill einsetzen kann. Und die Fachleute wissen natürlich sofort, was passiert, wenn ich den Deckel draufsetze. Ich grille rundrum. Ich habe ein Rundumgrillen. Die Hitze wird gehalten und dementsprechend kann ich dann nicht nur von unten anbraten, sondern hier kann ich garen oder sogar backen. Und das ist das Schöne. Und jetzt kommen wir noch zu zwei weiteren Optionen. Ihr dürft ruhig weiter grillen, ihr dürft auch mal rumdrehen. Jetzt sehen wir hier noch ein Feld. Da kann ich natürlich auch drauf grillen oder drauf kochen. Kochtopf ist dabei mit diesem wunderbaren Glasdeckel. Oder frittieren. Dann kommt hier Fett rein. Da haben wir den Frittiersieb. Der ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Also ein Rundum-Paket, um mit meinen Freunden zu grillen. Und was ich hier finde, ist auch eine sehr, sehr große Grillfläche mit 65 cm Durchmesser. Da passt einiges an Grillgut drauf. Wir haben uns ja heute schon darüber unterhalten, dass es viele Grills gibt, da passt einfach nichts drauf. Ne? Da passt nichts drauf. Hier ist wirklich alles Würstchen, da passt so viel drauf. Und wie gesagt, auch für die Vegetarier, die kommen nicht zu kurz. Und wenn du einfach nur ein paar Pommes machst, Pommes isst jeder. Oder hier die Rosmarinkartoffeln, wie wir es hier gerade schön sehen. Also das ist natürlich ein Knaller. Und vor allen Dingen auch hier schön in Augenhöhe. Kannst du da grillen. Du musst dich nicht erst bücken. Es ist wirklich ein komfortabler Kugelgrill. 5 Funktionen in einem und das zu einem fantastischen Preis von 94,91 Euro. Oder hier gefüllte Champignonköpfe oder Grillkäse oder ja, was auch immer, Würstchen, Steak, was auch immer sie lieben. Passt alles hier was drauf. Was ich mittlerweile sehr, sehr gern mache, ist Zucchini angrillen. Ja, ist auch gut. Schmeckt auch lecker auf einem Weißbrot dann drauf. Aber ich glaube, so uns Männern ist zum Fußball natürlich ein Steak genau richtig. Und hier sind wir zum Braten natürlich auch richtig. Übrigens, auch für die Damen jetzt was Wichtiges oder auch für die Grillmeister, unglaublich einfach zu reinigen aus zweierlei Gründen. Alles ist antihaft beschichtet, das heißt, es wird wirklich sauber. Und wir sehen, nee, das sehen Sie jetzt nicht, aber glauben Sie es mir einfach, hier ist eine Fettablaufrinne drin. Das heißt, das überschüssige Fett bleibt jetzt nicht auf dem Grill, sondern läuft automatisch hier ab in diese Wanne, in dieses Wändchen. Und das dann auszuleeren und zu reinigen, ist, denke ich, auch ganz einfach. Unsere Grillmeisterinnen haben schon die ersten Würstchen heute gemacht. Haben sie gut gemacht. Jetzt könnten wir uns eigentlich schon langsam zurücklehnen und warten, bis die Nationalhymnen von Deutschland und Mexiko laufen oder bei irgendeinem anderen Spiel. Aber wir haben ja noch ein paar Tage und dementsprechend haben sie auch noch ein paar Tage, sich auf die WM vorzubereiten mit Equipment, mit den Gläsern oder auch mit unserem Grill. Genau, wenn sie jetzt also noch bestellen, dann bekommen sie das auch pünktlich noch zur WM und wie gesagt, grillen geht ja eigentlich immer. Also man muss ja nicht nur zur WM grillen. Ein schöner Grill ist sehr, sehr viel wert. Deswegen jetzt zugreifen mit der NX5150 und der 569. Guck mal, so ein Service wird man hier gleich gefüttert. Aber ist das nicht cool? Da kann doch die WM und vor allem kann der Sommer kommen. Gerade mit so einem hochwertigen Grill, ja, ist das natürlich genial. Und mir gefällt die Perücke auch. Ich glaube, die würde ich auch außerhalb der WM anziehen. Guck mal, die ist richtig cool. Entschuldigung, mit dem vollen Mund spricht man nicht. Das heißt so schön. Achso, Entschuldigung, ich kann auch weiterreden. Die Wurst ist lecker. Während Ralf ein bisschen kostet und ja, was die beiden Grazien hier gezaubert haben, gebe ich Ihnen die Telefonnummer, das ist die 0180 51 51 und dreimal die 2. Und ich kann nur sagen, greifen Sie jetzt nicht mehr bei irgendeinem Artikel zu, sondern alles am besten. Vergessen Sie auch nicht das 12-teilige Fanset. Das werde ich mir jetzt auch holen als nächstes. Ja, ist cool, auf jeden Fall, also ein bisschen Unterstützung auch farblich zeigen mit der Fahne, mit dem Fanset oder mit den Biergläsern natürlich. Meine Gäste hier mit kühlen Getränken erfrischen oder dann diesen wirklich unglaublich stabilen auch vom Standfuß her, durchdachten mit den Ablagemöglichkeiten und vielseitigen Grill, sich noch
dazu holen. Und wenn dann die Freunde kommen, alles vorbereitet, man grillt, man trinkt was, man ist fröhlich und freut sich auf die WM. Ja, freuen Sie sich auch schon so wie wir? Na dann perfekt, dann sollten Sie jetzt nicht zu lange warten. Ran ans Telefon und bestellen unser 12-teiliges Fanset. Dann natürlich nicht vergessen die Biergläser, 3 Stück für einen fantastischen Preis. Und hier unser 5-in-1 Kugelgrill, das ist doch Gold wert. Oder schönes Wetter, gute Freunde, Fußballspiel und dann ordentlich grillen, was das Zeug hält. Grillen geht ja immer. Ja. Ran ans Telefon, entweder telefonisch bestellen oder aber auch gerne online bestellen. Und ich würde sagen, wir bereiten uns jetzt hier auch noch ein bisschen weiter vor. Und Sie können das auch. Gehen Sie zum Telefonhörer. Viel Spaß!